Hallo Freunde, heute geht es in die Runden 5 und 6 zusammen mit Tom aus seinen Partien vom Grinke B oben. Und ich freue mich total, denn es werden zwei Turmendspiele werden. Und was da alles so passiert ist, das gucken wir uns zusammen an. Viel Spaß. Tom, sei gegrüßt und ich hoffe, du hörst mich und dann können wir auch direkt loslegen. Ja, wir können gerne direkt loslegen. Ich war noch am Überlegen, ob ich ein bisschen was spoilern soll. Ich werde nur so viel verraten, also 2 aus 2 wird es nicht geben. Aber okay. Na ja. Dann gucken wir mal rein. Das habe ich ja im letzten Video schon so ein kleines bisschen angeteasert, ja, dass ich dieses Gambit in diesem Turnier nochmal aufs Brett kriegen würde. Ja. Dieses Mal mit minimal mehr Wissen und habe deswegen mich tatsächlich diesmal auf den Quatsch eingelassen, habe F3 gespielt. Ja. Läuft F5 und G4 ist der richtige Zug, das wusste ich hier dann wieder. Allerdings, nach Läufer G6 muss ich ganz ehrlich sagen, ich war hier schon raus. Ich wusste nicht mehr ganz genau, wie es weitergeht. Weil das heißt, wir haben jetzt eine Stellung, wo der König geöffnet ist, wo wir eine wilde Stellung haben und man sich nicht auskennt. Ne? So ungefähr, ja. Optimale Voraussetzungen für eine völlige Chaospartie. Ja. Ich glaube, es gab da noch eine andere Variante. Ich weiß nicht, die war, glaube ich, nicht mit Läufer G6. Das ist irgendwie, wenn man E6 spielt, man kann den Bauern annehmen und am Ende opfert Schwarz sogar den F7-Bauern. Da müsst ihr jetzt aber nochmal gucken, was da die genaue Zugfolge ist. Kann sein, dass es direkt nach, dass wenn man hier den Zug C4 spielt, welcher eigentlich Hauptzug ist, dass es dann ist E6 und wenn man schlägt, dass Schwarz dann sogar noch den F7 abgibt, wie mit Springer C6. Ich glaube, sowas in der Richtung gibt es. Eieiei. Es gibt nichts, was nicht gibt, ne? Wahnsinn. Ich glaube, nur so eine Variante gibt es, wenn man halt C4 spielt, welcher eigentlich der empfohlene Engine-Zug ist. Hatte ich auch tatsächlich so nicht mehr richtig im Kopf und habe deswegen Läufer nach B5 Schach gespielt. Habe gedacht, ja, eigentlich so falsch kann der ja nicht sein, oder? Beziehungsweise ich hatte mir eine geguckt, die war, glaube ich, ähnlich wie diese. Und da war Läufer B5 richtig. Okay. Aber scheinbar war die nicht genau gleich. Ja, Gegner spielt C6. Ich habe den Bauern dann mal angenommen. Ich meine, ich spiele ja nicht sowas, so ein, ich weiß jetzt nicht Quatsch nennen, aber so ein Quatsch, wenn ich den Bauern auch nicht annehmen möchte. Ja, ich habe den Bauern mal angenommen und habe gedacht, wir gucken mal, was passiert. Es fällt aber schon auf, dass Schwarz einen gewissen Entwicklungsvorsprung hat. Ne? Ah, definitiv. Schwarz hat ziemlich viel Entwicklungsvorteil, aber muss er ja für den Bauern natürlich auch haben. Aber deswegen, ich habe es im letzten Video schon angekündigt, ich spiele das nicht nochmal so. Mir macht das keinen Spaß. Ich möchte gerade mit Weiß nicht auf Verteidigung spielen. Ich möchte selber draufhauen. Wozu spiele ich denn sowas? Ich meine, ich habe doch gar keinen Spaß hier. Ja, wird sich dein Gegner auch gedacht haben. Dann habe ich den Spaß, das ist gut. Genau. Turm C8 macht auch Sinn, noch mehr Entwicklung. Läufer nach F4. Ich muss tatsächlich ein kleines bisschen Kritik auch an meinem Gegner ausüben, weil ich glaube, wenn mein Gegner ein vernünftiger Angriffsspieler gewesen wäre, der ein bisschen weiß, wie man draufhaut, ich glaube, dann hätte er mich hier komplett auseinandergenommen, komplett zerlegt. Aber sag uns doch mal kurz, wie stark der Gegner war. Ziemlich genau 1800. Okay. Aber ich fand, die nächsten Züge, die er jetzt so gemacht hat, die waren alle so ein bisschen zurückhaltend, nicht so ganz passend für die Öffnung. Also E6 kann man ja noch sagen, okay, der möchte jetzt hier den Läufer entwickeln oder ähnliches. Macht auf jeden Fall noch Sinn. Springer D2, dann Läufer E7. Ich weiß nicht, der sah für mich so ein bisschen zurückhaltend aus, dafür, dass ich gerade einen Bauern geopfert habe und hier so ein bisschen auf Stress aus bin. Ja. Springer E2, Springer nach D5. Ich versuche langsam meine Figuren zu verbessern und kurze Rochade. Auch wieder so, ja, ich meine, kurze Rochade ist bestimmt kein Fehler oder ähnliches. Aber ich habe so ein bisschen gedacht, man müsste da ein bisschen mehr draufhauen, ein bisschen aktiver sein.
Ja Weiß gut, die aber er hat ja Feldsache. Turm C8 gespielt, das heißt, er kann nicht mehr lang rochieren und irgendwo Ja. muss der König ja hin, ne? Weiß, vielleicht schätze ich das auch falsch ein, aber irgendwie, wenn ich mir das so angucke, in, sagen wir mal, in dieser Stellung hier, beziehungsweise auch in dieser Stellung hier noch, da hatte ich noch richtig Angst. Aber jetzt, ich habe so ein bisschen meine Figuren rausbekommen. Er hat dann kurz rochiert, was mich dann dazu gebracht hat, auch kurz zu rochieren, weil ich gedacht habe, okay, jetzt ist H5 hier nicht mehr ganz so schlimm. Fand ich tatsächlich die Stellung nicht mehr so schlimm. Okay, ja, so super. Aber den Nicht Mehrbauern mehr haben so. wir noch. Weiß ich nicht, du hast die Engine nicht an, oder? Nein, nein, überhaupt nicht. Ja, dann kann man ja vielleicht mal kurze Frage ans Publikum. Was würdet ihr hier ziehen? Schwarz ist dran, ja. Ja, wir haben jetzt ein bisschen Zeit gegeben zum Pausieren. Ich würde sagen, dann können wir mal die Auflösung machen. Ein Zug, den ich tatsächlich überhaupt nicht in Betracht gezogen habe. Springer schlägt D4. Wow. Habe ich tatsächlich so überhaupt nicht gesehen, auch gar nicht in Betracht gezogen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Achso, die Dame kann nicht schlagen, das ist offensichtlich. Und der Springer auch nicht, wegen dem Läufer. Was passiert aber bei Bauer? Ja, bei Bauer schlägt. Da ist nämlich der beste Zug A6. Dann ist jetzt C4 und. Oh. Okay. Da muss man erstmal sehen. Ja, das muss man erstmal sehen. Und tatsächlich, der beste Zug ist hier wirklich einfach auf A6 zu nehmen und zu sagen, komm, ich habe jetzt immer noch diesen Bauern mehr. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe an dem überlegt, aber habe gedacht, das ist zu viel. Ich habe ihm jetzt hier viel zu viel Aktivität gegeben, jetzt so gierig zu sein und wieder auf diesen Bauern zu gehen, das ist nicht der Weg. Das ist nicht der Weg, wie ich spielen möchte. Das heißt, das Und ist gar nicht die dann Computervariante, sondern das ist die gespielte Fortsetzung, ne? beides. Das war genau so korrekt. Wow. Ja, super Also Leistung vom Gegner, ja? genau, Springer schlägt D4, C-Fleck D4, A6 ist genau korrekt. Aber ich hätte tatsächlich hier wirklich auf gierig diesen Bauern schlagen sollen. Ich habe gesagt, das ist mir zu viel, jetzt den Bauern wieder anzunehmen. Er hat jetzt seinen zurückbekommen. Ich gucke jetzt, dass ich irgendwie das in eine vernünftige Stellung noch umwandle. Habe deswegen hier meinen Springer nach E5 gezogen. Er hat jetzt hier den Läufer angenommen und ich habe jetzt hier sein Läuferpaar ebenfalls vernichtet. A schlägt G5 und Dame D3. Ich hatte eigentlich gedacht, dass die Stellung jetzt nicht ganz so schlimm ist für mich. Ich meine, ich habe zwar den Isolani hier, dafür hat er auch zwei vereinzelte Isolani und hier noch einen Doppelbauern. Gefühlt hat Schwarz ein bisschen Initiative, oder? Immer noch? Ja, nicht. Das ist tatsächlich auch so. Aber irgendwie habe ich gedacht, es ist nicht ganz so schlimm. Er hat jetzt hier auf F4 genommen. Ich habe es zurückgeschlagen. Läufer F6 und er geht jetzt langsam hier Genau, drauf, genau. die D4 unter den Schuss zu nehmen. Und das ist tatsächlich ziemlich unangenehm, weil der doch etwas schwierig zu verteidigen ist. Überall Fesselungen, ja. War jetzt hier noch am Überlegen, spiele ich König G2, König H1. Hab mich dann für H1 entschieden. Den Grund dafür werden wir gleich auch sehen, wobei es tatsächlich einfach nur eine Fehleinschätzung von mir war. Turm FD8. Springer nach E2. Turm nach D5. Und tatsächlich habe ich hier in der Stellung eine Zugfolge gesehen, die auch im Grunde genauso aufs Brett gekommen ist, bis zu einer bestimmten Stelle. Er hat mich nämlich dazu entschieden, hier Springer nach C3 zu spielen, greift diesen Okay. Turm an Ja. und gebe den D4, weil ich nämlich die Zugfolge schon so weit gesehen hatte. Turm schlägt D4, Dame schlägt B5, ist der Zug bei dir angekommen? Nein, leider ist gerade ein kleines Leck drin. Ja, ich merke das nämlich auch gerade. Bei mir steht nämlich hier wieder verbinden. Ah, okay. Dann hoffen wir mal, dass sich das jetzt noch mal wieder einpendelt gleich in den nächsten Sekunden. Sonst schneidet es einfach raus gleich.
Aber warten wir, wir spielen erst weiter, wenn du wieder grünes Licht hast. Sollte jetzt da sein. Dame schlägt B5, ist auf dem Brett. Ja, ist auf dem Brett, alles klar, gut. Gut, Dame schlägt B5, Turm schlägt D1 Schach, Turm schlägt D1, Springer schlägt, Dame schlägt B5, Springer schlägt B5, Läufer schlägt B2, Turm D7. Bis dahin habe ich die Variante gesehen. Wow. Beziehungsweise ich hatte es ja eigentlich noch weiter gesehen, aber was ich nicht gesehen habe, ist, ich habe hier mit dem Zug Turm nach C2 gerechnet und habe gesagt, die Stellung halte ich Remis. Ja, okay. Womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass Turm C1 Schach mich zwingt, auf die zweite Reihe zu gehen und der Turm C2 Schach jetzt mit Tempo bekommt. Da habe ich Ja. gedacht, okay, das ist eine andere Geschichte, das ist ein Problem. Weil jetzt hat er auf einmal ein Tempo mehr. Und Warum das gehst ist du nach ziemlich wichtig. G1? Warum gehst du nicht nach G3? Weil ich da tatsächlich ein bisschen Angst hatte, ob ich da in Probleme kommen kann, wenn er zum Beispiel G5 spielt, mit der Idee, Läufer nach E5 Schach. Könnte auch passieren, definitiv. Hatte ich ein bisschen Angst, ob ich vielleicht sogar hier irgendwie matt gesetzt werde. So mit dieser Figurenkombination mit Läufer und Turm. Ja. Also man sagt ja immer im Endspiel König aktivieren, ja, aber sie selber matt setzen ist natürlich auch nicht so schön, das stimmt. Deswegen, ich habe an König G3 wirklich gerechnet. Ich hätte ihn gerne gespielt, aber ich hatte zu viel Angst davor, dass ich wirklich mit dieser Figurenkombination einfach matt gesetzt werde. Ja. Nee, alles gut. Deswegen König nach G1, Läufer nach E5. Ich habe jetzt gesehen, okay, den A2, den kann ich so in dem Sinne nicht abgeben. Weil ich dann, wenn ich auf B7 nehmen würde, könnte man auf H2 nehmen, dann auf A2 und ja. 4 gegen 2. Wir halten aber vor allem mal fest, Schwarz hat ja einen Bauern weniger am Anfang, hat ja aber durch die Initiative jetzt auf einmal einen mehr. Ja, deswegen sage ich halt, das spiele ich nie wieder so. Ich lasse mich da auf Hm? keinen Kokoboris mehr ein, wenn ich es nicht wirklich kenne und weiß, wie ich das Spiel zu spielen habe. Ja. Da versuche ich sie lieber selber irgendwie drauf zu hauen oder es halt in Ruhe zu spielen. Ich muss tatsächlich sagen, nach A4, Turm A2, habe ich nicht gesehen, wie ich das jetzt vernünftig Remis halten soll. Und ich weiß auch tatsächlich gar nicht mehr, bin jetzt hier im Zug 30. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel Zeit wir hier hatten. Okay. Weil an sich kann ich mir sonst den Zug Springer D6 nicht ganz so sehr erklären. Ist Turm Und was denn D2 das? der Springer weg? Wie würde? Ist nach Turm D2 der Springer weg? Nee, Nein, den nein. kann er retten, den kannst du retten. Dann Genau. mache ich hier Schach und leg Ja, meinen Turm genau. ab. War Sehr eigentlich gut. genauso ein Trick, den wollte ich eigentlich haben. Nee, aber man kann erst hier auf H2 nehmen mit Schach. Wenn König weggeht, kann man dann in dieses Turmendspiel gehen. Und dann bin ich hoffnungslos verloren. Drei Bauern ist ein bisschen viel, ne? Ein bisschen viel, das halte ich nicht. Auch hier noch Turm B6, ich meine Turm A7, der sieht zwar merkwürdig aus, aber Drei drei Bauern, Bauern. das halte ich nicht. Keine Chance. Eieiei. Okay. Deswegen bin ich wirklich sehr verwundert, dass mein Gegner hier direkt auf D6 geschlagen hat. Okay. Ich glaube, er hatte ziemlich wenig Zeit. Wie das bei mir aussah, weiß ich nicht mehr. Aber deswegen hier hat die Hoffnung wieder aufgekeimt. Es sind zwar immer noch zwei Minusbauern, Aber einer fällt ja. aber einer fällt, ja. Ja. Kann man so sagen, ja. Kann man eigentlich so unterschreiben. Turm D8, König A7, Turm D7. Er hat hier versucht, so ein bisschen mit Initiative den zu decken, mit Turm F4. Zum Sinne von, ich decke F7 und gucke jetzt, ob ich den nach vorne pushen kann. Ah, stimmt, den habe ich natürlich nicht gesehen. Jetzt versucht den König hier zu entwickeln. B5. König E3. Warum Der nicht ist nach tatsächlich. G3? Warum nicht nach G3? Dann bist du Da ist auch. halt.
am H2 noch dabei, hast ihn gedeckt und die gleiche Idee, den Turm anzugreifen, ne? Also jetzt spontan hätte ich tatsächlich einfach nur gesagt, weil das zentraler ist, weil ich dann die Möglichkeit habe, eventuell mal Richtung den jetzt zu gehen oder zurück in die Richtung zu gehen. Aber Ich habe gedacht, du willst G3 doch mit kommt deinem G. König nie zum Damenflügel rüberrennen. Du kannst dich doch nicht von deinem Bauern entfernen. Dann sind die alle weg nachher. Ja, ich darf damit nicht zu weit rüber, aber wenn es mal zu dem Notfall kommt, Quadratregel oder ähnliches, dann muss ich den im Zwölf verstoppen können. Ich habe nur gedacht, nach G3 kommt G5 und ich weiß nicht so ganz, was ich hier veranstalten soll. Ja. Wobei könnten wieder ähnliche Tricks in die Stellung kommen, wie wir am Ende der Partie hatten. Aber ich glaube, dass ich hier noch nicht. Ich weiß nicht, König G3, G5 und ich habe gedacht, ich erreiche da nichts mehr. Aber hätte man vielleicht auch versuchen können. Turm B7, B4, H4. Nicht so einfach für ihn. Ja, was wir schon. Dann könnte es wirklich zu diesen Motiven kommen. So, wenn ich König G6 spiele, dann kannst du auf G5 nehmen. Und wenn du mit dem König zurücknimmst, dann hast du am Ende diese Turm B5 Schachideen. Das ist genau das, Ja. was wir hinten in der Stellung hatten. Dann hängt nämlich der Turm auf F4. Ja, Ich genau. könnte das ja mal ganz tippern für den Fall, dass das jetzt bisschen zu schnell war. Die Idee ist hier nach Turm B7, B4, H4 zu spielen. Und das für den Fall, dass nach König G6, dass wenn man hier nimmt und der König zurückschlägt, wir hier das Schach haben. Aber ich sehe gerade, dass F5 noch geht. Die Idee war, dass wenn der König wegzieht, dass dieser Turm dann hängt. Ja. Aber ich glaube, hier bei F5 noch. Aber immerhin, jeder Bauer, der getauscht wird, ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, oder? Auf jeden Fall, also hätte man auch gut probieren können. Ich weiß nicht, ich Aber. habe tatsächlich gesagt, König E3 hat mir irgendwie mehr angesprochen. Okay. Aber gut ist es halt trotzdem nicht. Aber Nee, die nee. Ideen, die sind tatsächlich die gleichen. Also auch hier nach G5 habe ich H4 versucht. Ja. König G6, Turm B7. Also wir sehen schon mal die Ähnlichkeiten in der Stellung. Und es kam dann hier Turm nach B4. Ich habe den jetzt geschlagen, weil das Problem ist, wenn er jetzt hier wieder nimmt, dann schlage ich auf F7. Oh ja, das ist gut. Er spielt F6. Oh, dann haben wir Und jetzt schon da einen ab. Bauern zurückgewonnen. Juhu. Ja. Und im Grunde habe ich mich hier dann auch an dein Prinzip da gehalten. Von wegen, desto weniger Bauern auf dem Brett sind, desto höher ist die Remischance. F4. Und ich habe halt gehofft, jetzt eigentlich sind wir doch wieder in ganz guten Reichweiten hier. Ich meine, der König, der ist komplett paralysiert hier. Ja. Jeder Bauernzug endet in einem Tausch. Und wenn ich allein mit dem hier überbleibe, mein König ist auch nah genug ran, dann halte ich das bei mir. Ja, das tatsächlich, hier würde ich mir auch wieder Hoffnungen machen auf Remis, ja. Also hier hatte ich tatsächlich wieder ordentlich Hoffnung. Turm B1, Turm nach B6. Gut, der Bau ist jetzt hier nach vorne gegangen. Also ich König F7 macht halt jetzt nicht so viel Sinn. Ich mache einfach Schach, er geht zurück. Wäre jetzt zumindest so mein Ansatz gewesen. Genau, und den E6 kannst du auch gar nicht schlagen, ne? Ja. Theoretisch, ja, nee, eigentlich, ja. Muss doch gut rechnen, oder? Ich habe das gerechnet und er gewinnt tatsächlich mit einem Tempo. Die Idee ist, er schlägt hier, ich schlag da. Er schlägt hier, ich schlag da. Wenn ich hier schlage, macht er das Schach. Ich gehe nach D4. Er schlägt meinen Turm. Ich spiele F5 Schach. König F7. Ich schlag den weg. Ansonsten lassen wir das mal mit den Fallen. Ich stelle das einfach mal aufs Brett. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Er gewinnt jetzt hier meinen Turm, aber mit F5 gewinne ich den Turm zurück. Aber wenn ich jetzt versuche, diesen Bauern hier aufzuhalten, dann bin ich zu langsam, weil ich hier abgeschirmt werde, er ein Schlüsselfeld erreicht und mit diesen Bauern die Partie gewinnt. Ja, hast aber gut gerechnet. Das ist schon mal, ist ja schon mal, wenn du alles gesehen Ich habe hast, super.
Ich habe tatsächlich überlegt, den zu schlagen, weil ich gedacht habe, ah, mit F5 kriege ich ja den Turm zurück, dann gewinne ich ja in Anführungsstrichen einen Bauer. Ich meine, er kriegt halt meinen F-Bauern dafür auch und es ist ein Tempo, das ihm ausreicht, um die Partie zu gewinnen. Deswegen habe ich ihn nicht geschlagen, sondern einfach König D4 gespielt. Er hat jetzt hier den Turm nach F1 gespielt, ich habe einfach König E3 zurück. Ich muss da ja nichts anbrennen lassen, ich muss ja nur verteidigen. Ja. B1, König D4, wieder zurück. Er soll sich bitte was Neues ausdenken. Oder wieder zurück, dann können wir gerne Remis machen. Ja, König F7 sagt einfach Schach. Und entweder er geht wieder zurück oder er stellt seinen König komplett pa passiv. Was er tatsächlich auch gemacht hat. Oh. Da hatte ich sogar für eine Sekunde noch Überlegungen, ob ich nicht vielleicht sogar Ideen habe, auf Gewinn zu Ja, spielen habe ich mit auch diesem gerade König. überlegt. Oder F5 und dann mit dem König an den F6 ranlaufen, ne? F5, okay. Ich habe tatsächlich G5 gespielt. Ich habe versucht, mit G5 da was in die Wege zu leiten. Ja gut, den kann er abholen, dann hast du keine Gewinnchance mehr. Okay, wie sieht denn der Gewinnplan aus mit F5? Auf Fehler des Gegners hoffen, aber grundsätzlich So das mäßig und Feld, dann hier rein. genau, das Feld D5 freimachen, mit dem König nach E6 laufen, den F6 irgendwie und dann mit dem F-Bauern gewinnen. Also ganz vorsichtig optimistisch. Ja, also sind ja Ideen, ist ja genau richtig so. Nee, ich habe tatsächlich G5 gespielt und nach F schlägt G, da war mir auch klar, komm, jetzt sind wir hier total in Remis-Reichweiten. Hab B3 gespielt, ich spiele König nach C3. Das hatte ich aber schon berechnet, weil auch nach Turm G1 kann ich mir hier sogar erlauben, einfach mit dem Turm zu schlagen, dass wir ins Bauernendspiel gehen, weil auch das total Remis ist. Und tatsächlich haben wir uns hier dann auch auf Remis geeinigt, der hat dann sich das nicht mehr anschauen wollen. Aber das Genau. war so mit richtig gerechnet. Hier kann man nichts mehr machen. Okay. Und ansonsten, wenn er den Turm nicht tauscht, haben wir einen klassischen Fridor, ne? Genau. Ja, beziehungsweise wenn er den Turm nicht tauscht, ja, er kann zwar hier schlagen, aber ich meine, alleine dadurch, dass der König schon hier steht, ich kann auch einfach hier ihn auf der 7. Reihe absperren, da funktioniert ja nichts mehr. Ja, aber ansonsten, die Philidor-Verteidigung ist hoffentlich soweit Philidor. bekannt, ne? Das ist gut. Würde auch funktionieren, aber ich dachte jetzt nur einfach, der hat ja keine Chance, irgendwelche Fortschritte damit zu machen. Ja. Alles klar. Deswegen, wenn er geht, könnte ich da hingehen. Also, es gibt viele Möglichkeiten, die hier nach Rom führen. Okay, dann haben wir hier in dem Turmenspiel ein bisschen Glück gehabt, dass wir das Remis gekriegt haben. Ja, wie gesagt, ich war doch sehr erfreut, aber auch ein bisschen sehr schockiert, dass er hier nach diesem eigentlich ziemlich schlimmen Fehlerspringer nach D6, wobei ich auch sagen muss, ich sehe einfach keinen besseren Zug. Ich meine, auch Turm steckt B7 ist ja auch nicht so das, was ich haben möchte. Nee. Aber dass er Springer D6 nicht erst geschlagen hat, sondern direkt den Springer getauscht hat, Das das ist hat. natürlich ein dickes Ding, das muss man schon sagen. Das Das hat war sich. große Liebe. Ja. Sehr gut, sehr gut. Man muss dem Gegner ja auch Gelegenheiten geben, Fehler zu machen. Ne? Absolut. Okay, dann kommen wir zur sechsten Runde. Ja, kommen wir zur sechsten Runde. Gut, hier hatte ich wieder Schwarz. Ich habe es nochmal mit Französisch versucht. Ja. D4, D5. Diesmal sind wir im Tarasch gelandet. Und ja, ich entschuldige mich schon mal bei allen Zuschauern für die nächsten Züge. Ich habe eigentlich schon lange geplant gehabt, mir Französischtheorie vernünftig anzugucken, aber ich kam irgendwie noch nicht wirklich dazu und deswegen spiele ich tatsächlich immer noch sowohl auf Springer C3 als auch Springer D2 dieses Rubenstein-System. Heißt, ich schlage hier auf E4, spiele mit Springer D7, Springer GF6 und gehe im Grunde in eine ziemlich langweilige Variante über. Und sich Dame E2 doch ein bisschen neu war. Der stellt eine Falle Habe ich so. auf, übrigens. Mal Ist gucken, ja auch neu. ob die Zuschauer oder ob du die Falle erkennst, wenn du hier Läufer E7 spielen würdest. In der Partie habe ich das bestimmt erkannt, aber jetzt gerade auf Anhieb, Läufer E7. Der ist nicht gut.
Überlege gerade Läufer E7. Geht es einfach um Läufer schlägt B7 und dann B5, Ja, oder? vom Bauer, oder nicht? Okay. Ja, das sieht weit richtig aus. Ne? Ich kann noch nichts dagegen machen. Ja. Sehr gut gesehen. Deswegen ist Wer ist Tommy denn? so gut. Der ist ja A oben, ne? Ist ja klar. Ja, genau. Ich weiß nicht mehr, ob ich das in der Partie gesehen habe oder nicht, aber ich habe eine ganze Zeit lang überlegt, aber Springer schlägt E4 muss eigentlich der richtige Zug sein. Ich meine, nicht umsonst spielt man in der Hauptvariante Läufer D3. Ich Ja, möchte genau. eigentlich diesen behalten. Deswegen, ich wusste aber nicht genau, was man hier spielt, aber ich habe mich tatsächlich für den richtigen Zug entschieden, nämlich Dame D5 einfach in dieses Endspiel reinzugehen. Das hat er soweit akzeptiert, deswegen sage ich auch Entschuldigung an alle, die hier zuschauen und die den Anfang jetzt als sehr, sehr langweilig erachten. Im Gegenteil, im Gegenteil, Tom. Wir haben eine super Öffnung. Wir haben das Läuferpaar gegen das Ja. Nichtläuferpaar. Wir haben ein Endspiel. Das heißt, die ganzen taktischen Blödsinn, wo wir die Partien immer einstellen können, haben wir vermieden. Super. Wenn ich jede Partie so eine Stellung kriegen würde, würde ich jede Partie so spielen. Perfekt. Ja gut, aber tatsächlich, das Läuferpaar geht jetzt auch relativ schnell vom Brett, weil was war jetzt nochmal genau der Grund, warum ich direkt C6 gespielt habe? Wahrscheinlich bei der C7 hängt. Ja, Läufer D6 wolltest du nicht spielen, ne? Ja, ist halt die Frage, kann ich dem aus dem Weg gehen, dass ich dieses Läuferpaar gleich abgeben muss? Weil wenn ich den König irgendwie bewege, um den zu decken, dann gibt es ja immer Springer G5, Springer E5 Ideen. Ja. Wenn ich G6 spiele, dann kommt da ja lange Roulade direkt mit Tempo. Aber jetzt machst du doch F7, F6. Also willst du F6, König F7, sowas in der Richtung? Ja. Also nur um das Läuferpaar behalten zu können, theoretisch. Ob das jetzt sinnvoll ist, lassen wir mal dahingestellt. Aber dann hast du wahrscheinlich hoffentlich genug Zeit für Figurenentwicklung. Ne? Ja, okay, ja, kann man sich vielleicht überlegen. König F6, Schach, König F7. Dann hast du die Idee, Läufer E7, dann Turm E8, oder? Oder Läufer G4, ne? Hm? Ja, kann man sich soweit überlegen. Aber Ich hab's F6 tatsächlich. musst du ja sowieso spielen irgendwann, oder? Hab ich tatsächlich, glaube ich, nicht gemacht. Ich hab's tatsächlich ein Ups. bisschen anders gespielt. Okay. Ich habe es Ja, macht tatsächlich mit nichts. Läufer gespielt. Ich habe die E-Linie da echt gemacht. Okay. Und habe dann gesagt, okay, dann machst du Springer G5. Will ich König auf D7, dass wenn er hier schlägt, dass ich wenigstens mit dem König wieder nehmen kann. Ah, okay. Und wir halt im Grunde in so einer, man muss ja schon fast sagen, 0-0-Stellung drin sind. Weil man Okay, jetzt dann, ja. ich habe das schon gesehen, dass ich gleich hier mit dem König wieder nehme. Er spielt hier das Schach. Ich gehe auf D7 zurück. Wir tauschen hier auf der E-Linie, weil es halt die einzige offene Linie ist, alle Türme ab und sind dann im Endspiel entweder Läufer gegen Läufer oder wenn ich das möchte mit Läufer D6, sind wir dann im Bauernendspiel, was halt wahrscheinlich Remis ausgehen wird. Ist einfach mal zum Spaß eine Variante aufs Brett gezaubert. Nicht, vielleicht dahin. Ich überlege gerade, macht die Reihenfolge der Züge irgendeinen Unterschied? Ja, ich glaube, so macht das einen Unterschied, weil er dann auf E-Linie kommt. Dann muss ich zuerst den hier spielen, glaube ich. Ja. Dann muss ich den zuerst spielen, weil ich dann hier runter tauschen kann. Und dann einfach König D7, Turm E8 spielen kann. Dann Das wäre jetzt die nächste sollte. Frage. Wenn es so käme, würdest du jetzt den Turm tauschen, um auf Remis zu spielen? Kommt drauf an, wer mein Gegner ist. Aber ja, tatsächlich ist das so. Sein König ist dann natürlich wesentlich weiter vorne als meiner. Deswegen, ich würde das schon erstmal noch durchrechnen, ob das wirklich Remis ist oder nicht. Ansonsten würde ich wahrscheinlich irgendwas H5, Turm H6, irgendwas in Ja, der Richtung genau. spielen. Mal einen Turm am Brett lassen und dem Gegner auch Gelegenheit geben, Fehler zu machen. Ist tatsächlich so ähnlich auch passiert. Ah, sehr gut. Denn dann Sehr gut. Springer G5, König D7, Turm HE1, Turm E8, Turm E2, A6. Haben wir hier Ah, okay. eine ähnliche Stellung, in der wir einen Turm noch auf dem Brett haben. Super.
Und tatsächlich, ich habe mir die Partie hinterher noch einmal angeguckt. Ich weiß nicht, was mich zu diesem Zug geritten hat. Ich habe doch auch gerade noch gesagt, hier H5, Turm H6, oder nicht? Ja. Wie bin ich auf die Idee gekommen, G5 zu spielen, um den Turm einen Zug langsamer zu aktivieren? Er sieht komisch aus. Jetzt könnte Weiß ja mit Turm E3, Turm F3 da schon versuchen, irgendwie einzudringen, oder? Okay, ja, versuchen kann man das, aber ich meine, im Zweifelsfall spiele ich F5, König E6 und dann ist ja wieder Remis, oder nicht? Du sagst das so leichtfertig immer, das Remis, Remis. Ja gut, ich sehe dann den Gewinnplan für Weiß nicht. Der Gewinnplan ist, er versucht, den aktiven Turm am Brett zu halten. Und dadurch, dass deiner dann passiv ist, kannst du erstmal stundenlang dich verteidigen. Okay, aber Zermürbungstaktik. sobald du nach F3 gehst, musst du ja mal gucken, dass ich nicht irgendwann die E-Linie übernehme. Ja, aber erstmal darfst du auch keinen Bauern einstellen, ne? Ja, das ist richtig, ja. Dann dachte ich nur so, wenn ich jetzt hier, was ich spiele, ich F5, spiele ich nicht F5. So ist Turm F3. Oh. Vielleicht kann. So. Ja, aber man muss halt festhalten, G5 ist merkwürdig. Wie gesagt, H5, Turm H6 ist eigentlich viel logischer. Ich weiß auch nicht, wie ich Ja, auf die Idee gekommen bin. das hätte ich jetzt auch gesagt. Also G5 ist potenziell hast du vielleicht Schwächen irgendwo auf F5 oder so. Und bei H5. Den spielst du sowieso spielen, weil F7, G6, H5 die normale Bauernstruktur ist. Ja. Ja, merke Ich ich auch. weiß. Aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? Ja, weiß nicht. Ich habe irgendwie habe ich diesen Weg als Entwicklung gesehen. Aber ja, Okay. das ist einfach schneller. Dann ist es Jo, so. ich habe gespielt. Gegner spielt B3, möchte C4 vorbereiten. Ja. Ich habe jetzt hier B5 gespielt, weil ich gedacht habe, eigentlich nimmt er doch C4 aus der Stellung. Wäre jetzt zumindest nur meine Intuition gewesen. Ja, vielleicht kannst du sogar die B-Linie nutzen dann. Genau, und deswegen hätte ich gesagt, C4 ist eigentlich kein guter Zug. Aber. Weil er öffnet dann ja eigentlich die Linie. Ich meine, er hat die einzige offene Linie. Ja, genau. Und nach tauschen wir hier und ich krieg die B-Linie. Was ist, wenn er jetzt zum Beispiel Turm E5 mal probiert? Wahrscheinlich spiele ich dann sogar F6, oder? Musst du aufpassen, wenn du nach F5 gehen willst, dass du deinen Turm da nicht selber einsperrst, Ja, ein bisschen aufpassen muss ich. Ich dachte, ich könnte vielleicht mal irgendwie mit H4 oder so ein bisschen anhebeln. ne? Und wenn du den schlägst, habe ich Turm H5. Kriegt den Bauern immer zurück. Ja, Und so. also vielleicht spielen wir einfach G4. Ja, ein bisschen mal gucken. Ja, ist natürlich ein ganz anderes Stellungsbild, ne? Klar. Nee, ich habe mich nur gewundert, nachdem ich jetzt extra B5 gespielt habe, dass er jetzt trotzdem C4 gespielt hat. Okay. Ich eigentlich gedacht habe, das kommt eigentlich nur mir zugute. Ich habe jetzt hier auf D geschlagen, Oh. auf C geschlagen. Warum mit dem Bauern? Weil es keinen Unterschied macht, oder? Ich meine, er kann ja nicht stehen lassen, er muss ja so schlagen. Du hast also grundsätzlich den Plan, doppelt zu Ja. schlagen, ne? Okay. Ja, dann spielt es natürlich keine Rolle, das stimmt. Man könnte das jetzt auch so stehen lassen, aber ich weiß nicht, da kommt irgendwie C zu C5 und ja, Nee, natürlich C6 fest. wahrscheinlich hast du recht, doppelt rausnehmen macht schon Sinn, ne? Okay. Also ich wollte dann eigentlich generell doppelt rausnehmen und dann halt, wie gesagt, auf die B-Linie gehen, die er mir Sehr netterweise gut. so aufgenommen hat. Sehr gut. Jetzt würde ich doch sagen, jetzt haben wir wieder eine Schachpartie, also ein Turm im Spiel quasi. Ein Jetzt Ausgleich muss ich. sicherlich, aber du hast halt auch Chancen. Ja,
Ich sage, er muss jetzt hier ein bisschen aufpassen. Wieder. Ich drohe jetzt auf die 2-3 zu gehen. Turm B5 vielleicht mal eine Idee. Ja. Ja, der ist ja auch nicht ganz so stark. Und wenn er Turm E2 spielt, hat er Turm B1 und dann vielleicht von hinten irgendwie an die Bauern und ne? Nee, deswegen, also die Ideen sind jetzt erstmal da. Hm? Sehr gut. König C3, der verändert jetzt erstmal Turm B2, macht ja Sinn. Ich habe jetzt geguckt, ob ich irgendwie hier über der 5-3 aktiv werden kann. Entweder Richtung den oder Richtung den. Was wäre Und mein mit Gegner. F6 gewesen? Erst F6. Ja, nur als Idee, dass du, wenn du König D5 spielen möchtest, dass er Turm E5 nicht hat. Kann ich dir tatsächlich jetzt so gar nicht sagen, ob ich das in der Partie berechnet habe oder nicht. Grundsätzlich hätte ich tatsächlich immer so ein bisschen die Sorge, wenn ich alle Bauern auf der gleichen Höhe stehen habe, weil ich weiß, es kommt ja diesen Turmendspielen öfters mal zu diesen Aktionen, ich schlage einen Bauer von dir, du schlägst einen Bauer von mir. Und wenn die alle auf einer Höhe sind, dann geht er meistens von einem so zum nächsten. Das wäre höchstens die einzige Sache, die für mich so dagegen sprechen würde. Ansonsten kann ich 6 bestimmt noch spielen. Okay, aber so kam es nicht. Nee, ich habe hier direkt Turm B5 gespielt. Als hier Turm gespielt, macht ja auch eigentlich Sinn, hier nichts zu sagen, ich verteidige mich jetzt passiv, sondern suche jetzt hier selber Spiel. Ich meine, das ist ja eigentlich, wo es im Turmendspiel rumgeht. Turm A5, Tempo auf den A2 holen. Und ich habe tatsächlich mit König nach B3 gerechnet, dass er den Bauern einfach abdecken würde. Ja. Aber er hat hier Turm H8 gespielt. Er wollte jetzt hier tatsächlich selber auf die Aktivität gehen. Wow, jetzt wird's spannend. Freunde, ich liebe Turmendspiele. Jetzt haben wir aus einem total gleichen, langweiligen, symmetrischen Turmendspiel ein Turmendspiel mit Praxis und praktischen Chancen für beide Seiten. Super. Deswegen, da ist eigentlich wieder dieses Prinzip, was ich gerade angesprochen hatte, mit denen alle auf der gleichen Reihe. Wenn ich auf die zweite Reihe komme, ich meine, der ist auf der zweiten, der ist auf der zweiten, der ist auch auf der zweiten. Ich hätte dann ja nicht einfach so Pac-Man-artig alles wegfresse. Ja. Wobei ein paar Bauern von dir könnten auch fallen, ne? Der hier mit Schach und dann entweder der oder der, die würden Ja, vermutlich genau. fallen. Eieiei, spannend. Ja, deswegen hier ist wirklich ganz, ganz schwierig, auch mit Rechnen und allem Möglichen. Hast du denn hier jetzt auf Gewinn gespielt, also auch mental, oder warst du immer noch auf diesem Remis-Trip? Ich würde sagen, nach Turm H8, da eher auf dem Gewinntrip als auf dem Remis-Trip. Ich habe zwar gedacht, eigentlich müsste es immer noch Remis sein, aber ich habe gedacht, wenn er mich wirklich schon auf die zweite Reihe kommen lässt, dann habe ich gedacht, da könnten Chancen für mich drin sein. Ja. Also, man muss das so krass sagen, aber mein Gegner hat ja eigentlich mir alle Türen geöffnet, oder nicht? Also, ich meine, er hat mir extra die B-Linie aufgemacht und jetzt Ja. lässt er mich in die Reihe kommen. Ja. Also ich habe das Deswegen. Gefühl, dass du nach Turm A2 hier gute Gewinnchancen hast. Hätte ich nämlich auch so gesehen. Was heißt hätte? Ich, Hast du den gar nicht gespielt? doch, 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 den Ah. habe ich natürlich gespielt. Sehr gut. Gut, er schlägt auf H6, das ist ja klar. Sagst du E7, D7. E7, ne? Du willst Turm F6 verhindern, damit du den F-Bauern gewinnen kannst, oder? Ja, er gewinnt den C-Bauern, hat damit einen Freibauern auf D, aber du gewinnst den F- und den G-Bauern sehr, sehr schnell, vielleicht sogar den H-Bauern auch noch. Und dein König ist ja doch sehr, sehr in der Nähe von seinem D-Bauern. Also dann hast du doch irgendwie ein bis zwei Bauern mehr. Das bietet zumindest praktische Gewinnchancen. Wenn auch keine, vielleicht theoretische nicht, aber das muss doch praktische Gewinnchancen geben, oder? Interessante Sichtweise. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe König nach D7 gespielt. Okay. Wir können uns das ja mal angucken, wenn du König E7 spielst.
Direkt auf C6 nehmen, denke ich mal. Ja. F2 nehmen. Machst du dann Turm C7 Ja, oder dann willst nicht E6. du... Ne? Also wenn ich auf A7 nehme, dann kriegst du ja beide, ne? Wenn ich jetzt G4 spiele, du musst auf A2 nehmen, ich schlag auf A7, spielst Turm Turm G2. Kriegst du trotzdem beide, oder? Vielleicht mache ich auf G4, vielleicht mache ich, ja, vielleicht mache ich sogar A5 Turm oder F7. so. Nee, A5 ist nicht, Achtung. nee, A5 geht nicht. Ah, ja, vielleicht Turm H2. Guck mal, ob du dir die Bauern holen kannst. Ja, und dann hatte ich gedacht, Turm G2, dann kriegst du den ja trotzdem, oder? Ja, aber jetzt kriegt König C4, weil es erstmal So. Zeit, um den König zu aktivieren. Jetzt sogar D5, habe ich einen F7. Ja, ich will ja nicht den F7, ich will ja gewinnen mit Weiß. Ach, du willst mit Weiß jetzt noch gewinnen? Ich Ich dachte hier will immer gewinnen, der. mit Weiß und mit Schwarz und jedes Turm ist egal. Aber aus objektiver Sicht muss ich doch mit Weiß diesen Bauern, das ist doch meine einzige Chance, um gewinnen zu können, oder? Ja, aber tatsächlich hätte ich jetzt gesagt, jetzt würde ich mir mit Weiß langsam wieder Sorgen machen, ob ich da nicht, ob ich das nicht falsch gespielt habe und Ja. jetzt. Könnte definitiv so sein, natürlich. Aber wir können ja mal gucken. König C4. Turm G4. König C5. So, Turm D5 und D6, D7, das geht schnell. Was machen wir denn? Turm E4 oder? Macht ja auf E4. Weil, vielleicht Turm G1 einfach, Ja, so das jetzt die macht am meisten Bauern. Sinn. So, D5, genau. So, jetzt Boah. Turm. Weiß nicht genau. Vielleicht ist auch eher den hier. Dann Ja, dann die liege ich an dem noch fest. D6. Okay. König. König D5, König C6, ja, wahrscheinlich kannst du den Turm mit Schwarz opfern, ne? Und dann kommt auf den Ja, natürlich. Zeitpunkt an, wann du den opferst, ob deine Bauern weit genug vorne sind und so. Okay, ja, war vielleicht ein bisschen optimistisch für mich, also aus weißer Sicht. Aber das Okay. sind interessante Varianten, die man hier durchgehen muss. Ja, naja, man muss immer aktiv spielen, ne? Das ist zumindest der erste Gedanke. Aktive Turm spielen. Moment, spannend, das muss man so sagen. Okay, dann müssen wir wieder zurück bis zu der Stelle, wo du auf A2 geschlagen hattest, ne? Genau. Und bist dann mit dem König nach D7 gegangen, um den C-Bauern nicht abzugeben und um dich diesem Freibauern, diesem D-Bauern nicht auszusetzen. Richtig? Und nach Turm Beziehungsweise F6, was machst du dann? muss ich tatsächlich eingesehen haben, dass ich den F7 noch weniger abgeben möchte, gerade weil der A7 eigentlich hinterherfällt und hat dann trotzdem König Ah, gespielt. okay. Dann kommen wir wieder in die Ja. gleiche Stellung. Prima. Im Grunde kommen wir in die gleiche Stellung. Wenn er jetzt hier auf C6 schlagen würde, er hat Turm nach F5 gespielt. Oh, dein Bauern auf dem Brett. Prima. Ist na, okay, ist jetzt nicht so gefährlich, aber ein bisschen eingesperrt könnte ja schon werden. Also ich meine, ich muss den ja jetzt decken. Genau, der ist klar. Die ganzen Felder, die hier blockiert sind, Ja, ja, so ja. Das richtig. gefällt mir auch. Gefällt mir auch. Ich rieche das Bisschen. Blut bereits, ja? Wie so ein Hai. G4. Ui, G4 ist hart. G4 ist hart. Der schwächt doch die ganze Struktur. Das sehe ich eh nicht, deswegen habe ich nicht mit Turm A3 Schach, König Ja. C4 mal den H2 unter Beschuss genommen. Ja. Ja.
Muss natürlich nur aufpassen, ob er mit König C5 nicht aktiv wird in dem Sinne, ne? Dann. Ja, kurz wahrscheinlich. Ja, aber wenn du auf H2 geschlagen hast, hast du dieses Schach eben nicht mehr, ne? Ja, ich meine jetzt hier, wenn ich König C5, vielleicht direkt Turm C3, aber König B4, wenn ich zurückgehe, macht er wieder König C5. Ich ja gucken, Ja, ob ich das ja. in anders sonst noch auf Gewinn pushen könnte. König C5, wenn ich jetzt hier nehme, er schlägt da. Mir gefällt das halt nicht, dass die Züge teilweise hier mit Tempo kommen, beziehungsweise dass ich auf den ja auch ein bisschen aufpassen muss. Ja. Ja, ist vielleicht nicht so klar. Wie Ja, es kam's? kam F4? F4. Den habe ich gefressen. Und ich weiß nicht so ganz. Ich glaube, mein Gegner hat hier eine ganze Zeit lang noch reingeguckt, bis wir dann wieder mit ein bisschen wenig Zeit da standen. Ich habe mich die ganze Zeit, was überlegt der denn jetzt hier? Ich meine, willst du nicht einfach zurückschlagen? Also ja, gut, dann steht er mit einem Bauer weniger da, aber eigentlich sollte man das doch noch irgendwie halten können, oder nicht? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Aber in der Praxis musst du einfach jetzt auch immer konkrete Entscheidungen treffen. Und deswegen mag ich solche Turmspiele in der Praxis. Die Engine zeigt hier 0-0 an, kein Problem. Ja? Aber für einen Menschen, du musst hier so viel berechnen und einschätzen vor allem. Ja? Sowohl mit Weiß als auch mit Schwarz, keine Frage. Ne? Ich Da hätte jetzt geht. nur gesagt, das ist eigentlich der allerlogische Zug und Ja. Ja. da gibt es nicht so viel dran zu rechnen. Nee. Aber ich glaube, ich hätte 10-mal eher gespielt, als jetzt irgendwie dran zu rechnen, ob ich vielleicht G5 spielen könnte. Weil ich meine, nach G5, wenn ich den jetzt hier schlage und er schlägt hier und ich schlage da, dann habe ich doch einfach nur zwei Bauern mehr. Und du bekommst den F-Bauern auch noch gedeckt, ne? Ja. Und der ist auch gefährlicher als der. Ja, macht keinen Sinn aus weißer Sicht. Ich kam da nicht drauf klar, wie er jetzt hier auf G5 kam. Ich hätte einfach hier den Bauern wieder geschlagen und ganz ehrlich, auch wenn ich den Bauern jetzt hier den H2 dann bekommen hätte und einen mehr gehabt hätte, ich glaube, das wäre nie ausgegangen. Also könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Nach G5, da waren meine Hoffnungen auf den Sieg schon ziemlich groß, muss ich sagen. Ja, denke ich mir. Wobei man tatsächlich sagen muss, hier sagt die Engine immer noch, ist Remis. Ich sage ja Engine, ne? Aber als Mensch macht man sich doch Ja, hier ich. große Hoffnungen. Der F-Bauer ist frei. Man greift schon mal zur Dame, um sie vorzubereiten zur Umwandlung. Den Gegner ein bisschen unter Druck setzen und so. Aber man muss das tatsächlich sagen, jetzt gleich kommt wohl die peinlichste Stelle in der ganzen Partie. Wir Da warten ist klar, mal jetzt erstmal. Und nach Turm G7 ist es tatsächlich verloren. Jetzt ist es wirklich verloren. ab. König E6, Turm schlägt A7. Ja, also hier kam tatsächlich von mir der Zug F3, der aus dieser eigentlichen Gewinnstellung doch wieder ein Remis macht. Und das leider aus einem ziemlich einfachen Motiv sogar, weil ich habe mir irgendwie gedacht, ich weiß jetzt nicht genau, es war der 38. Zug, ich weiß nicht genau, wie viel Zeit wir hier noch hatten, aber ich habe irgendwie gedacht, desto weiter vorne dieser Freibauer ist, desto gefährlicher wird er. Aber es wäre eigentlich doch sehr, sehr simpel gewesen. Ja, warte mal eben, Statt F3. bevor du den so ausführst, können wir ja nochmal eben kurz die Zuschauer fragen. Und zwar gibt da ein paar Grundmotive bei Turm in Spielen, ja? Wie zum Beispiel Türme gehören hinter den Freibauern, kennen wir alle. Oder wir müssen Turm und König aktiv halten. Oder was du sagtest mit dem, je weiter vorne der Bauer, desto besser. Aber Ja. eine dieser Punkte oder alle diese Punkte gelten ja auch für den Gegner. Sprich, der Turm vom Gegner muss aktiv oder passiv gehalten werden. Der König muss vielleicht passiv gehalten werden, ne? Wie auch immer. Und ist immer so ein spannendes Zusammenspiel. Und ich hoffe, euch würde dieser Fehler hier nicht passieren. Und ihr habt vielleicht eine bessere Idee oder eine andere Idee. Zumindest jetzt aufgrund des Hinweises, dass F3 dann doch irgendwie nicht ganz so gut war. Könnt ihr mal kurz reingucken, was ihr spielen würdet oder welche Ideen ihr noch hättet? Alles klar. So, dann würde ich sagen, Tom, was wäre denn besser gewesen? Besser gewesen wäre ich auf jeden Fall der Zug Turm nach E2
um den König hier abzuhalten. Er würde Turm nach E2, ich glaube sogar Turm nach D2 funktioniert auch, aber beides mit der gleichen Idee. Ich möchte den König hier davon abhalten, sich meinem Bauern zu nähern. Okay, verstehe. Was Und dadurch noch passiert? ein Kuchen. Was Ja. passiert denn bei Turm E2? Nur eben als Frage, wenn der König sich nähert. Schach, ja. Da kann ich mit dem König ranlaufen, entweder hierhin oder hierhin. Aber ja, Ah. an sich, es geht beides, aber Turm nach D2 wäre vielleicht noch ein bisschen einfacher. Weil Turm nach D2 hält den König ja ganz weit hier fern. Noch Da weiter. müsste er hin. Und man kann hier nicht einfach hinterherlaufen, weil dieser Bauer Oh hängen ja, würde. oh ja. Deswegen Turm D2 ist dann vielleicht sogar noch etwas klarer als Turm E2. Okay. Aber tun sie tatsächlich beide. Ja, nach F3 ist die Partie leider wieder, zumindest sagt die Engine das so, Remis. Ja. Aber dazu sagen, das ist immer noch ziemlich schwierig, Remis zu halten. Beziehungsweise habe ich noch so ein paar Ideen, wie ich, ich möchte jetzt nicht sagen, betrügen kann, aber wie ich es meinem Gegner das Leben noch ziemlich schwierig machen kann. Das ist gut. Ich habe hier Turm G2 gespielt. Der Gegner spielt König nach E3, F2, König E2. Ja, und jetzt sehen wir, dass dieser Bauer gestoppt ist. Ja. Und ich habe mich jetzt rangemacht, meinen König etwas zu verbessern, den auf D5 zu parken, habe den D4 angegriffen. Turm D7 Schach ist ja erstmal logisch. Deckt ja den Bauern hier ab. König E6, Gegner spielt Turm nach C7, König D6, Turm F7. Und ich habe gesehen, dass ich mit dem König eigentlich meistens an diesen Bauern ranbleiben muss und deswegen nicht einfach blind hier rüberlaufen kann. Ja. Und habe halt dann deswegen den Zug gewählt, F1 Dame Schach. Schneidet Hab den König diesen ab. Das ist Bauern. ja auch clever, ne? Ich habe den Bauern in den Tod geschmissen, aber dafür muss der König jetzt auf F1 nehmen und ich habe diesen König maximal passiv gestellt, beziehungsweise ich kann jetzt hier mit Turm D2 auch eigentlich relativ forciert diesen Bauern gewinnen. Ja. Oh. Ja. Da fällt mir ja sofort spontan ein, ich hoffe euch auch, der König ist ja vom C-Bauern abgeschnitten. Der kommt also nicht mehr vor den Bauern und unser König kommt vor den Bauern. Und dann fällt mir sofort Lucena ein. Also das sieht doch ganz gut aus, oder? Das sieht auch ganz gut aus. Tatsächlich ist es hier immer noch Remis. Und da kommt nämlich jetzt gleich auch die Preisfrage, die ich eigentlich stellen wollte, weil es da wirklich eine sehr, sehr schwierige Variante ist, die man finden muss. Der Gegner spielt hier Turm nach F4. König auf D5. Und jetzt ist die Frage, wie hält man das hier Remis mit Weiß? Okay, das ist spannend. Jetzt müssen wir ja erstmal, der erste Zug oder der erste Kandidat scheint ja immer König E1 zu sein. Dann würde Turm D4, König D4, König D2 in die Opposition gehen, aber dann hätte Schwarz C5, Reservetempo, Schwarz gewinnt. Genau. Also König E1 ist es nicht. Mit dem Turm. Vielleicht Turm F5 Schach, um den König vom C wegzutreiben. König schlägt D4, Turm F6. Greife ich den C-Bauern an, den kann ich nicht vorziehen wegen Turm D6, dann ist der Turm weg. Also muss der König auf Was? die C-Linie. Turm D6, ist das ein Problem? Kann ich König C3, kann ich ihn spielen, um den zu decken? Der geht noch, oder? Du musst ja den Turm F6, du greifst ja mit dem Turm den Bauern dann an. Ja, und ich dachte, du hast ja gesagt, C5 geht nicht wegen Turm D6. Ich Ah dachte ja, nach. du kannst ja noch König C3 spielen. Oh Gott, oh Gott. Ja, geht auch Ja. alles, ist auch alles quasi. Ich muss.
Ja, Turm F2 schaltet auch sofort aus. Der schwarze König auch zu aktiv. Wow, das ist aber gar nicht so einfach hier. Nee, das Ne? ist überhaupt nicht einfach. Deswegen, ich kann auch schon mal spoilern. Also mein Gegner hat es tatsächlich nicht gefunden. Und Oh ich muss je. dazu sagen, ich hätte das, glaube ich, auch nie im Leben gefunden. Weil das Ja. ist eine sehr, sehr schwierige und sehr forcierte Variante auch. Okay, dann ist es also vielleicht, dass ich in irgendeiner Form dich zwinge, mit dem König auf D4 zu schlagen und dann König E1 spiele, weil du da mit dem Turm nicht auf der D-Linie bis D7 oder D8 zurückkommst, also in der Nähe da irgendwie von einem schwarzen König bleiben musst, dass ich den irgendwie immer unter Druck setzen kann mit dem König oder irgendwas, dass ich vielleicht Zeit bekomme, mit meinem König auch wieder rüber zu laufen. Also Turm F5 Schach, König D4, dann König E1. Dann würde ich auf König C3 halt Turm C5 haben, das wäre gut. Und der König, genau, Turm, wenn der auf H2 geht, dann laufe ich nach D1, dann erhöhe ich meine Chancen. Und wenn du Ja, da Turm versuchen wir auch D3 die. spielst, oh, warte mal. Also Turm F5, König D4, König E1, König Turm D3, König E2, C5, geht nicht wegen Turm schlecht, C5. Oh, also, ich weiß ja auch nicht, Freunde, er hat mir die Lösung nicht gesagt, der Lump. Das wäre ja auch zu einfach. Das stimmt. Aber nur aufgrund der Tatsache, mit dem Hinweis, dass König E1, oder da habe ich auch selber festgestellt, überhaupt keine Chance bietet, ist vielleicht Turm F5 nebst König E1 die beste praktische Chance, weil dann der König vielleicht rankommt. Das wäre mein improvisierter Versuch. Aber jetzt will uns der Tom natürlich hier aufklären. Ja, tatsächlich hat der Gegner hier König nach E1 gespielt. Das verliert die Partie. Turm F5 verliert die Partie tatsächlich auch. Der einzige Zug, der ihre Mähe hält, ist Turm nach F6. Mist. Ja. Und nach Turm schlägt D4. König E2. C5. Muss man jetzt Turm F1 finden. Und danach, ich muss mal ganz kurz gucken, welche Variante ich hier angegeben habe. Ich glaube, nach C4 war es. Jetzt Turm F5 Schach spielen. Und ab hier hast du wieder mehrere Züge, die das Remis halten. Aber bis hierhin musstest du mit Weiß immer diese einzelnen Züge finden. Sowohl Turm F6 als auch König E2 als auch Turm F5 waren jeweils die einzigen Züge, die hier das Remis halten. Das liegt wahrscheinlich daran, wenn du nochmal eben zwei Züge zurückgehst. Ja. So, jetzt hier Hier. nach C4, also der Turm geht nach F1. Und wenn du jetzt nicht C5, C4 spielst, Ah, meinst du König C4 oder welchen nur König? eben um mal, es gibt ja diese berühmte Drei-Felder-Regel. Wenn zwischen Turm und Bauer drei Felder liegen, in dem Fall also die vierte, die dritte und die zweite Reihe, dann steht Ja. der Turm in ausreichender Sicherheit zum König, dass der nicht irgendwie durch Manövrieren rankommen kann. Und das wird hier sicherlich einer der Gründe sein, warum der König sich dann nicht mehr verstecken kann. Respektive diese Bauernendspiele dann eben oder nach dem Turm tauscht, das Bauernendspiel Remis sein könnte immer. Das könnte tatsächlich möglich sein. Oder es, ja, das Ding ist ja, wenn ich jetzt C4 spiele, dann spielt mein Turm F5 und mein König der kommt ja nicht mehr über die 5-3 hinweg. Genau, denn König kommt nicht hin. Und wenn du König C4 spielst jetzt hier,
Genau, das wäre die andere Variante. Da muss man Turm nach C1 spielen. Schach, König B5. Ach, Oder B5, B4, okay. ja. Ja, vielleicht ist König B5 sogar genauer, weil jetzt weiß ich jetzt nicht genau, kann ich hier diesem Genau. Dauerschach entgehen, mich ja eigentlich hinter dem Bauern irgendwann verstecken oder halt den Turm nach B4 stellen, aber ich glaube, dann bist du rechtzeitig, um die Opposition zu halten. Ja, gucken wir mal. Turm B1. Ja, jetzt muss ich mich umgucken. König A3. Okay. Und jetzt wieder Turm C1, ja, um. Aber das sieht so aus, oder oh, könnte. Turmspiele sind so spannend, ne, und so trickreich. Aber ich sehe gerade tatsächlich auch diese Variante hatte ich eingegeben. Hier ist König nach E3 ist forciert. Ich sehe das hier gerade auf Lichess. Ich hatte das auch eingegeben. König E3, Turm B4, Turm C1, C4. Auch die Variante hatte ich schon untersucht. Damit der Idee hier Turm B4. Und da muss man Ja. Turm C1 und auch alles einzige Züge. Ist das grauenvoll. Aber Turm C1 ist noch logisch. Und auf C4 den König ran ist auch logisch, ne? Und dann haben wir zumindest unsere Stellung mal so weit verbessert, dass wir doch hier wieder in guten Gewässern drin sind. Genau, jetzt das bei uns jetzt. Und auf König Ja. B2 dann Turm C2 Schach. Jetzt Genau. hast du halt immer, genau, Turm C2, Turm C3 Schach, irgendwas, ne? Bis der weiße König Ja. wieder ranlaufen kann. Im Zweifelsfall. Und dann haben wir wieder für die Darstellung, ne? Genau, also das sind im Grunde die zwei schwierigen Varianten, die zu finden waren. Sowohl auf den Zug C4 hier in der Stellung, Ja. als auch die Variante König nach C4. Das waren genau die beiden Varianten, die ich eingetippert hatte. Ah, okay. Das sind die Sachen, die man finden muss. Oh, Turm ins Spiel. Okay, ja, spannend, spannend. Ihr seht, ich mag ja Turmenspiele, aber ihr habt gesehen, ich habe es auch nicht hingekriegt, ja? Deswegen, Ja, wenn ich bedenke, die Varianten muss man finden, um dann in welcher Stellung war es jetzt? In dieser Stellung hier sagen zu können, König E1 ist ein schlechter Zug, Turm F6 ist der einzig richtige. Oder bei deinem Fall jetzt Turm F5 funktioniert nicht, sondern Turm F6 ist richtig. Das ist schon ordentlich was. Das ist zeig schon mir mal eben, ordentlich viel. warum mein Turm F5 nicht funktionierte. Ja, muss ich tatsächlich jetzt selber nachgucken, habe ich jetzt noch gar nicht durchanalysiert. Ja, gut, dann kann dir die Engine wahrscheinlich helfen. Hey. König E1 war meine Idee. Jetzt steht hier Turm nach D3. Macht ja Genau, hier eigentlich wollte ich Sinn. König E2 spielen. Könnte ich E2? Ja, okay. Jetzt muss ich tatsächlich die einzigen Züge finden, um zu gewinnen. Also ja, Turm F5 wären auf jeden Fall praktisch bessere Chancen gewesen als König E1, das auf jeden Fall. Okay. Okay. Weiß nicht, versuchst du jetzt hier auf der fünften Reihe zu bleiben oder spielst du auch Turm F1 zurück, wie wir es in der Idee eben gesehen haben? Ist super spannend. Das ist mir selber nicht ganz klar. Mhm. Mir selber nicht klar, was jetzt besser ist. Vielleicht. Nicht Remis, ne? Das. Naja, dann kriegst Nee, du komm, ja. König D5. Das geht nicht. Ja. Ja, wenn ich auf der Schade. fünften Reihe bleibe und dir die Chance so zu C6, C5 gebe. Naja, gut. Okay, dann zeigen wir die Partie weiter. Aber. Tricks funktionieren hier tatsächlich nicht. Ja, König E1 ist gespielt. Den Bauern habe ich genommen. Wir haben eben schon uns das angeguckt, dass das Bauernendspiel verloren ist. Deswegen ist der Gegner hier auch ausgewichen. Ich habe jetzt im Grunde meinen Bauern langsam, aber sicher. Genau, und jetzt hast du eben die Problematik mit Weiß, der Turm auf der D-Linie hat jede Menge Felder, Ja. um den König von Weiß abgeschnitten zu halten. Und jetzt kann sich der König halt immer hinter dem Bauern auch verstecken, oder? Also wenn, dann musst du jetzt Turm F1 noch spielen, oder vielleicht auch vorher schon. Vielleicht war vorher Turm F1 eine bessere praktische Chance. Ja, auf jeden Fall. Ne, der Gegner hat es hier mit Turm nach B8 versucht. Ich weiß jetzt nicht genau, ob er irgendwie
Weiß gar nicht. Gibt ja auch so Stellungen, in denen der König hinter ihr steht und ich krieg ihn hier nicht richtig raus. Ja, aber da ist ja der Brückenbau dann. Ja, im Grunde ist das dann. Und Jetzt kommt es ja so nach ist es auch. Ich C3 und dann kriegst du den weiß nicht. Bauern nach C4 und dann kriegst du mit dem Turm keine drei Felder mehr zwischen Turm und König, wenn der Bauer auf C4 steht. Und dann ist es gewonnen. Ja, ich überlege gerade nur, was jetzt noch hier die Gedanken vom Gegner gewesen sein könnten. Ob er da irgendwie auf sowas gehofft hat, dass der König da nicht mehr rauskommt oder ähnliches. Ich weiß es nicht genau. Ja. Aber im Grunde so ist es ja auch passiert. König C3, Turm H8, C4. Der Bauer wird jetzt einfach langsam, aber sicher nach vorne gepusht. Und desto weiter der nach vorne kommt, desto gefährlicher wird die ganze Geschichte natürlich. Jetzt kann man ja auch so langsam bei Lucena schon erahnen. Ja, hier kann man tatsächlich direkt schon C2 spielen. Muss gerade noch mal überlegen. Irgendwas hatte mir an dem nicht gefallen, deswegen hatte ich noch mal Turm nach B6 gespielt. Ich überlege gerade, was hatte mir an C2 nicht Ja, ich würde gefallen? mich auch nicht auf C2 einlassen und dann nach Turm E2 Ach wieder ins so. Grübeln kommen. Erstmal den Ja. Turm weit weg vom König. Warum nicht nach B7? Warum nicht nach B7? Weiter weg vom König. Mhm. Aber ich gewinne natürlich beides, aber ne, so rein prinzipiell. Es sind genug Felder, das reicht. Ja, Das reicht. natürlich. Vielleicht, ich weiß es nicht. Der, ja, jetzt König wegtreiben, genau. Ja, und jetzt. Und jetzt hatten wir das hier auf dem Brett. Ich habe jetzt über Turm A6 hatte ich diesen Weg, Turm A2, Turm B2 gewählt, König B1. Okay. Und dann liefert die eigentlich Und auch. die Original-Lucena-Stellung war dir zu kompliziert? Da du jetzt statt Turm A6 Turm E6 Schach gibst, den König noch weiter wegtreibst. Hätte ich auch machen können, ja. Nö, ich weiß nicht wieso. Ich habe den Turm, als ich ihn nach B6 gespielt habe, hatte ich eigentlich diesen Plan schon gesehen mit Turm Okay. A6, Turm A2, Turm B2. Also ich hatte mir das im Kopf schon ausgemalt und habe hier einfach nur noch gezogen. Ah, okay. Ja, super. Wenn man einen Plan, alles super. Wunderbar. Ich habe den Weg gesehen und habe gedacht, komm, das funktioniert, das tue ich jetzt einfach nur noch. Ja, jetzt natürlich nicht Turm nach B2 spielen. Das wäre. Ja. Ja. Da wäre so der Klassiker in der Kreisklasse wieder. Deswegen doch nicht nur noch ziehen, sondern noch ein kleines bisschen überlegen. Nicht sich nach Turm B2 hier noch selber matt setzen lassen, sondern Ja. einfach König B1 und ja, da hat der Gegner dann noch aufgegeben. Wow, Freunde, Turm im Spiel, ist so schön und so spannend. Das ist der Hammer, ja. Ihr seht, wie schwierig das ist in der Praxis. Obwohl man, selbst wenn man ein bisschen Vorahnung hat, ist es immer noch in der Praxis unfassbar schwierig. Das macht die Turm im Spiel so spannend und so faszinierend und für mich so reizvoll und für andere so abschreckend und damit will ich nichts zu tun haben. Deswegen, naja, so ist das Leben. Ja, ich sollte dazu auch nochmal sagen, dass es doch sehr, sehr spannend und sehr, sehr knapp am Ende geworden ist und eigentlich zwischendurch auch, jetzt nochmal, beide Seiten praktische Chancen hatten, obwohl wir eigentlich aus einer ziemlich langweiligen Stellung, um Genau. das mal so zu sagen, da Und reingekommen sind. das wollte ich nämlich gerade noch mal sagen, dass ihr seid ja mit völlig gleichen Bedingungen, völlig symmetrisch in diese Stellung gekommen. Ja? Kein Grund, Remis zu geben. Turm in Spiele, da geht immer alles. Ja? Deswegen spielen, 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 spielen und dann gucken. Alles klar. Ja, Freunde, da habe ich, glaube ich, nicht zu viel versprochen. Zwei wunderbare, praktisch relevante, schöne Turmendspiele. Herrlich. Ja, und wer wissen will, wie die letzten Runden weitergingen beim Tom, der darf noch eine Woche sich gedulden. Nächsten Freitag bringen wir die Runden, die jetzt noch kommen. Also, bleibt dran, seid gespannt. Drückt Tom weiter die Daumen. Bis dahin.